Und am Ende ist es einfach wieder nichts. Und am Ende ist es wieder eine Schatzkarte, die woanders hinführt. Und irgendwo sind wir dann verschwunden. Mein Gott, dauert das lange. Aber der Punkt muss doch eigentlich irgendwann verschwinden, wenn man falsch geht, oder? Aber das sieht mir aus wie eine Wüste. Was ist, wenn wir hier gehen? Da geht er nach da. Da geht er nach da. Ja, entweder wir müssen hier lang oder wir müssen in die andere Richtung. Aber der Punkt müsste doch eigentlich verschwinden irgendwann. So meine Erkenntnis letztes Mal. Da hinten ist eine Wüste, also könnte das theoretisch... Der Punkt wird kleiner. Aha. Das ist sehr hervorragend. Der Punkt wird kleiner. Das heißt, wir sind doch falsch. Ich renne trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Der Punkt wird nicht weiter kleiner. Aber macht ja keinen Sinn, dass der Punkt... Macht keinen Sinn, wir müssen in die andere Richtung. Boah, es war alles umsonst. Ich kann jetzt aber auch... Moment. Ich kann jetzt aber auch nicht die ganze Zeit rennen, weil dann sind wir bald hin. Tatsächlich. Tatsächlich die falsche Richtung. Mann. Ich würde sagen, da latschen wir jetzt nochmal hin. Und dann machen wir uns wieder langsam auf den Weg nach Hause. Ich würde so gerne viel länger latschen, aber... Ich habe auch keine Lust, dass wir den nicht zurückfinden und auch wegen dem Update, was dann irgendwann noch kommt, der zweite Teil mit den Cliffs und Quiffs und ne und so. Müsste, jetzt wird er wieder größer, also ja, macht Sinn, so die Seite. Also wenn der Punkt kleiner wird, umdrehen. Ja, es ist jetzt gerade erst Mittag, weil wir jetzt gleich wieder auf Wasser sind. Ich glaube, dann düsen wir gleich einfach erstmal schnell. Mal ein bisschen rennen. Oh, hoffentlich ist das was Vernünftiges. Ich weiß auch nicht, wo die immer hinführen. Ne? Ob die wirklich immer da hinführen, wo man buddeln muss. Oder ob man es dann auch direkt schon gleich von Weitem mal sieht. Oder so, so ein Schatz dann. Und ob es denn auch wirklich ein Schatz ist, wenn man da was findet. Und ob es nicht einfach nur Müll ist. So, unser Boot ist genau dort. Dahin ist nämlich auch Wüste, okay. Also hier einmal drehen und bitte jetzt nichts. Warum knackt mein Monitor immer so? Momentchen. So. Bitte nicht wieder irgendwie Sachen rausschmeißen hier. Okay, der Punkt bleibt noch gleich. Hier ist eine Schildkröte. Hier steigen wir mal aus. Ah ja, jetzt baut sich... Ach so, okay. Ich dachte hier, das ist wegen... Wüstenabbildung. Aber nee, ist nicht Wüstenabbildung. Ist halt unerforschtes Gebiet. Das sieht denn so aus. Okay. Kommen wir da jetzt hoch oder wie? Oder was? Oder wo? Eigentlich müsste doch denn auch... Weißt du, das war ich nicht. Eigentlich müsste es doch denn auch relativ in der Nähe sein, ne? Oder? Ich weiß nicht, wie weit sowas denn weg ist vom Fundort der Schatzkarte. So. Okay, Moment, ich muss mal ganz kurz niesen. Noch tut sich nichts. Okay. Noch sehe ich auch nichts. Wir sind noch nicht da, wo wir letztendlich hin sollen.
Beziehungsweise. Ah, jetzt tut sich was. Ein bisschen rüber, dass wir geradeaus drauf zulatschen können. Ah ja, jetzt hat sich auch die ganzen Chunks aufgebaut. Hier ist Wasser, alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt. Sollten wir vorher vielleicht nochmal irgendwo pennen gehen? Weil hier wird es ein bisschen schwieriger mit pennen gehen. Ich gehe einfach nochmal schnell pennen. Beziehungsweise bauen schon mal was zum Pennen. Da vorne rein. Ah, ist nervig, ne, mit dem Pennen. Aber ist halt so. Die Sonne steht zwar noch nicht so weit, aber ja. Wieder lieber auf Nummer sicher. Ach ja, das klappt gut. So. So. Okay, perfekt. So. Okay. Super. Bett. Zu. Machen wir einmal schon mal zu. Wir können ja hier nochmal auflassen, wegen Gucken, wegen Helligkeit und so. Und dann folgendes. Eine Kiste oder eine Truhe. Und die kommt dorthin. Und da packen wir. Welche Schatzkarte waren jetzt? Okay, die auf jeden Fall nicht. Eine Schatzkarte, davon packen wir da rein. Was sollen wir damit, ne? Der kann auch hier bleiben. Die zwei Stickies können... Na wohl, damit könnten wir... Wo sind denn die? Damit... Was ist denn hier los? Diese Karte irritiert mich. So. Machen wir zwei Fackeln raus. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das auch. Hier Bruchstein lassen wir hier. Seetang nehmen wir auch mal mit. Keine Ahnung, Weizen kommen lassen wir auch hier. Macht unser Inventar nur unnötig voll. 12 Erle lassen wir hier. Papier können wir auch hier lassen, ganz ehrlich. Ne? Bambus bin ich gespannt, können wir anbauen. Ich glaube aber nicht auf jede Erde. Muss ich mich informieren nochmal. Okay. So langsam wird es dunkel. Dauert aber noch ein kleines bisschen. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo wir da gleich landen werden mit der Karte. Und dann machen wir uns zurück auf den Weg nach Hause. Und wenn ich zu Hause angekommen bin, machen wir wieder eine Aufnahmepause. Jetzt haben wir es 11:15. Perfekt. 20:06 Uhr übrigens heute, wo ich aufnehme. Nicht der Tag, an dem ihr das Video seht. Kam jetzt nicht nur einmal, sondern auch schon zweimal, dass jemand sagt, oh, das irritiert mich. Würde mich auch irritieren. Aber ich finde es immer schöner. Ich könnte vielleicht auch mal aber ich vergesse es eh. Einfach mal immer Anfang der Folge Aufnahmedatum so und so. Oder Aufnahme 5, 20.06. beispielsweise. Könnte man machen. Problem ist aber, ich werde es beim Schneiden vergessen, immer zu aktualisieren und dann verwirrt es noch mehr. So. Wo war das jetzt hier raus? Hier? Keine Ahnung. Nö, eigentlich nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, du. Wehe, da ist nichts Gutes, ey. Genau auf der Ecke. Es scheint doch wieder so halb im Wasser zu sein. Da habe ich doch gar keinen Bock drauf. Da hinten. Okay. Ich habe da keinen Bock drauf, da schon wieder im Wasser rumzuplanschen und wieder nichts davon zu haben. Schildkröten, ist das unser Schatz? Es ist wieder im Wasser. Oh. Mann. Wir sind genau drauf. Und hier ist nichts. Da ist ein Steinchen. Hat der irgendwas zu sagen? Pass auf, wir machen das so. Ich mache hier mal ganz kurz auf Pause.
Achso. Ich mache hier mal ganz kurz auf Pause. Ich werde mir jetzt mal mein Handy holen und werde mal gucken. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Natürlich, wie ich es fast vermutet habe, ist, wir waren ja gerade erst pennen, ne? Ist der Schatz tatsächlich verbuddelt, vergraben. Und es ist gar nicht mal so schlecht, den freizugraben. Dieses Geräusch, was wir hier hören, weiß ich nicht, ob das davon kommt. Ich weiß auch nicht, ob wir direkt dort buddeln müssen, wo das Kreuz ist. Ich schätze mal schon. Blöd ist natürlich das, was wir unter Wasser machen müssen. Dann dauert die ganze Sache natürlich. Ach, guck, da haben wir sie schon. Also können wir gleich auch noch die andere Karte machen. Weil es ist doch schon sehr, sehr hilfreich, so eine Truhe zu finden, wie ihr seht. Und auch freizulegen. Es gibt auch noch in anderen Biomen, in zwei, drei anderen Biomen sowas. Wir haben aber auch wenig Platz. Wir nehmen erstmal die Eisenbarren auf. Okay. Das ist auch ganz wichtig, da kommen wir gleich zu. Goldbarren, TNT nehmen wir auch mit. Kalbbarren. War das andere gerade Rohrfisch? Gebratener Kalbbarren, gebratener Lachs. Roher Lachs. Den nehmen wir doch lieber gebratenen Lachs mit, ne? Und den anderen lassen wir hier. Fertig. So, ja, was haben wir denn hier Schönes gefunden? Herz des Meeres. Damit können wir uns einen Aquisator bauen. Habe ich gerade gesehen. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Da brauchen wir aber noch irgendwie Muscheln für. Irgendwie sowas in der Richtung. Und damit kann man Folgendes machen. Das finde ich richtig gut. Wenn man diesen Block platziert, der muss bestimmt platziert werden. Also es gibt bestimmte Voraussetzungen dafür, um den zu platzieren. Man kann nicht einfach sagen, hinsetzen gut ist. Dann gibt ihr in einem bestimmten Umkreis von diesem Block Schaden an gegnerische... Er gibt Schaden an Tiere ab, ob feindliche Tiere oder friedliche Tiere. Das ist gut, in ein paar Sekundenschritten immer 4 Herzen, glaube ich, so habe ich es gelesen, gibt er da ab. Und gehen wir jetzt hier richtig? Jawohl. Und man hat Unterwassersicht, also wir können unter Wasser dann richtig gut gucken. In diesem Bereich. Und die Luft bleibt normal. Und die Abbaugeschwindigkeit bleibt auch normal. Das ist richtig gut. Also das ist richtig gut für einen Unterwassertempel. Weil es gibt auch hier große Unterwassertempel in Minecraft. Und wenn man so einen findet, da erstmal zurechtzukommen, dauert eine ganze Weile. Der andere Schatz